Ach, verfickte Scheiße, Mann, ich hab keinen Bock darauf! Mann, hör auf zu sterben! REWIND Freunde, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ja, schreibt mir, was geht, in die Kommentare. Freunde, das heutige Video ist ein historisches Video. Ein Video, das seinesgleichen sucht. Das komplette YouTube, das komplette Gefüge in der Gaming-Szene, den kompletten Unterhaltungsmarkt revolutionieren wird. Ja, und aus diesem Grund würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen und eventuell auch ein nettes Kommentar. Dann kann ich mir vielleicht irgendwann wieder einen anständigen Haarschnitt leisten. Ihr seht es auf jeden Fall schon wieder, Freunde. Ich stehe wieder vor der Kamera und laber Scheiße. Das heißt, wir spielen wieder mit der HDC Vive, Freunde. Und bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, muss ich mich ganz kurz umziehen. Kleinen Moment. Wow! Okay, ihr seht es richtig, Freunde. Ich bin nun das offiziell vierte Mitglied von Dead Adam. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, stellen wir die Kamera erstmal dahin, wo sie hingehört. Natürlich bin ich nicht das vierte Mitglied von Dead Adam. Boah, man kriegt unter diesem Ding keine Luft. Jungs, wie macht ihr das? Sondern ich bin ein zertifizierter Arzt, wie ihr anhand dieses weißen Kreuzes auf rotem Untergrund erkennen könnt. Das ist sogar Filz. Das heißt, das ist zertifiziert und jeder weiß, dass ich ein Arzt bin. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was ich genau mit euch vorhab, wir spielen gemeinsam den Surgeon Simulator in Virtual Reality. Und los! Verzeiht mir bitte, Freunde, diesen Mundschutz werde ich nicht tragen. Ich werde jetzt einfach meine hygienischen Vorschriften missachten, denn ich kriege unter diesem Ding einfach keine Luft und... Oh, hallo, da bin ich! Ho, 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 ho. Mein Experiment! Okay, wie mache ich hier alles? Alles klar, okay. Okay, gut. Hallo, ich bin Dr. Dumbatz, okay. Ich würde sagen, Freunde, lasse die Spiele beginnen. Okay, ich muss ein Herz transplantieren. Öffnen wir den Kühlschrank. Oh, ich habe ganz vergessen, wie bekackt die Steuerung von Surgeon Simulator gewesen ist. Do not press. Alles klar, wieso halte ich mich auch nicht einfach mal dran, was draufsteht? Ich meine, gut. Oh, starker Mann, großer Arm. Sir? Sie müssen den Mund ganz weit aufmachen, damit ich da reinkotzen kann. Sie müssen... Sir, es reicht! Wir beginnen erstmal und müssen den Brustkorb natürlich erstmal öffnen. Wir haben dafür eine Zange. Ein Butterfly-Messer, irgendwas ist da gerade runtergefallen. Oh, Alkohol. Nein! Okay, das ist gar nicht schlimm. Das ist über... Oh Gott. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit einer kleinen Bleistiftskizze. Falls wir überhaupt malen mit können. Ah, okay, das funktioniert nicht. Okay, wir versuchen vorsichtig den Brustkorb zu öffnen, Freunde. Und nehmen uns direkt was Kleines dafür. Öffne den Brustkorb ganz vorsichtig. Okay, das hätten wir geschafft. Wir müssen aber noch ganz kurz diesen Kühlschrank hier reparieren. Jede einzelne Rippe muss... Oh nein! Nein, okay, egal, das brauchen wir eh nicht mehr. Sir, können Sie ganz kurz vielleicht den Mund... Dankeschön. Ich lege Ihnen das hier kurz rein, damit wir das nicht verlieren, ja? So, okay. Das hier. Kann man das essen? Oh, ich glaube, Sir, ich glaube, das brauchen Sie noch. Das werfen wir ganz kurz darüber. So, auf Wiedersehen. Und jetzt müssen wir vorsichtig mit der Säge den restlichen Brustkorb öffnen. Ganz vorsichtig alles aufmachen. Vielleicht ganz kurz hier nochmal. Läuft doch super. Da vorne sind Vögel. Raus in meinem Labor! Ich will diesen Vogel loswerden. Weg! Weg! Hier ist ein Vogel drin. Ich hab keinen Bock, dass da ein Vogel drin ist. Das ist ein hermetisch abgeriegelter Labor. Was piept das hier so? Okay. Okay. Wer will Krieg? Oh. Scheinbar hat das nicht so gut funktioniert. Versuchen wir das Ganze einfach nochmal, Freunde. Trotzdem will ich wissen, was dieser Vogel da vorne macht. Ein Sandwich. Nein, nein, das war mein Frühstück. Ach, verdammt, okay. Ein paar präzise Schläge sollten da schon funktionieren. Ihr seht das. So, wir haben hier so eine Art Laser. Hallo, stopp. Wie nutze ich das? Sir, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird... Ich komme Sie hier. Alles wird gut. Alles gut. Nein, Sie brauchen nicht den Kopf. Sie müssen nicht... Deshalb brauchen wir ganz schön unser hermetisch sauberes Butterfly-Messer und müssen die Arterien aufschneiden. So. Weg damit. Mit dem Herz raus. Ah, das neue Herz muss ganz schnell wieder rein. Wir brauchen ein neues Herz.
Lebe! Hier! Ja, warum lebt er denn nicht? Es ist doch alles super, hier ist doch das Herz! Dann würde ich sagen, legen wir den einfach nur mit da rein. Ist doch super. Und dann vielleicht noch ganz kurz gucken, dass wir vielleicht... Oh, okay. Was ist das? Geh auf! Was ist das hier für eine Sch... Oh Gott, ist das ein stressiger... Ich habe das Gefühl, es hilft hier gar nichts, was ich mache. Ach, verfickte Scheiße, Mann, ich hab keinen Bock darauf! Mann, hör auf zu sterben! Und überhaupt, was macht dieser blöde Vogel in meinem OP? Gib das her! Oh, was für ein Scheiß! Ach, mir reicht's, komm, das ist doch alles... Mann, wenn der Typ nicht so fett wäre, wäre das viel einfacher. So. Das hier sind die Lungen. Die brauchen wir nicht. Die legen wir hier vorne rein. Die kommt da... Da hinter die Heizung soll die Lunge, genau. Weil Lungen müssen warm gehalten werden. Das hier werfen wir auf diesen Vogel da vorne. Von dem ich immer noch nicht weiß, wie der hier reingekommen ist. Ah, ich verstehe. Vielleicht braucht derjenige das größere Herz. Das da. Das würde Sinn machen, okay. So, und jetzt stecken wir einfach das mit da rein. Und jetzt müssen wir das irgendwie so bestimmt machen. Okay, Beeilung. Nein! Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wir müssen ihm Morphium geben. Er braucht Morphium. Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Nein! Ach, verdammt. Wir brauchen Morphium. Der Mann braucht Morphium. Ah! Morphium braucht der Mann. Hier, trinken Sie. Nein! Ach, verdammt. Okay, der Mann braucht Alkohol. Der Mann braucht Alkohol. Hier. Nehmen Sie. Nein! Der Mann braucht Alkohol. Trinken Sie doch! Ach, verdammte Scheiße, Mann! Er ist schon wieder gestorben! Ja, alles klar. Super, Dankeschön. Okay, Freunde, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich damals meinen Uni-Abschluss in Medizin geschafft habe. Sogar ohne MC. Ich muss aber dazu sagen, den habe ich irgendwo in Bulgarien gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob der in Deutschland zugelassen ist, mein Arztabschluss. Das war es auf jeden Fall von dieser wunderschönen Folge Surgeon Simulator in VR. Lasst gerne einen Daumen hoch dafür, mehr Surgeon Simulator und auch mehr VR-Spiele. Und ja, ich gehe mir jetzt die nächstbeste Krankenschwester knallen. Also macht's gut, haut rein. Tschüss.